Seid ihr bereit, seelisch heute wieder mein Gefasel auszuhalten und ich hier eine gute, ja, Fahrt hier runterzubringen? Und zwar beim Rennen in Garmisch. Der Wettkampf steht auf dem Programm. Und ich habe mich ja wirklich gefragt, glaube ich sogar noch beim letzten Let's Play, wieso bitte fahren die in echt jetzt nicht in Garmisch, weil sonst ist ja immer so zu der Zeit, wo sie in echt eben bei Piste XY fahren, ist auch in G-Challenge die jeweilige Strecke dann. Und ich habe mich gefragt, hä, Garmisch? Nicht, fahren sie ja gar nicht in Garmisch, wieso ist jetzt bei G-Challenge Garmisch? Bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, Garmisch wurde abgesagt, weil in Garmisch zu wenig Schnee ist. Deswegen wurde das auf St. Moritz haben sie es dann verlegt, die Abfahrt. Und das Witzige daran ist, in Garmisch zu wenig Schnee, St. Moritz zu viel Schnee und auch Nebel, deswegen ist die heute die Abfahrt leider abgesagt worden, nach 2 Stunden, was weiß ich, Verschiebungen die ganze Zeit, dann schlussendlich abgesagt. Aber in G-Challenge können sie nicht einfach sagen, ja, Herumkrempelei, und auf einmal haben wir Moritz da die Strecke. Das geht natürlich nicht als Zauberhand, dementsprechend fahren wir hier weiterhin Garmisch. Okay, ich gebe mein Bestes, Ziel wird sein unter die Top. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so gut einschätzen. 15.000 wäre schon nicht schlecht. Schauen wir mal, ne? So. Oh, ey, da sind eben diese Wellen drin, da muss man aufpassen. Diese Wellen, die sind Gift. Ah, rüberziehen. Oh, wieder eine Welle erwischt. Ich bin bis jetzt da noch kein einziges Mal jetzt hier, ja, ins Ziel gekommen, würde ich nicht sagen. Ich würde mal so sagen, ich habe es noch kein einziges Mal probiert. Ich probiere jetzt mit euch gemeinsam das erste Mal gerade und dann mal gucken, was rauskommt. Garmisch, das ist, man glaubt es kaum, das ist schon wieder die vorletzte Strecke, die letzte im Weltcup normal, weil das Olympia ist ja Sochi, also das ist nur noch Sochi und das ist ja Olympia, also Wahnsinn, die Zeit, die vergeht so schnell und da ist es auch wirklich traurigerweise schon wieder so, dann ist die Saison ja schon wieder fast rum, das ist Wahnsinn, zumindest in den Ski-Challenge de facto dann so der Fall, in echt haben sie noch ein paar mehr Rennen als in Ski-Challenge. Aber Ski-Challenge ist fast schon wieder aus. Wahnsinn, die Zeit vergeht so schnell. Ich bedauere es jetzt schon. So, jetzt sind wir mal im Ziel und habe ich eine Zeit 35 Sekunden besser. Damit bin ich 11.000 da. Hey, gar nicht so schlecht. So weit vorne bin ich nicht gedacht. Na, vielleicht unter die 10.000 wird sich nicht ausgehen. Mal gucken. Also da muss ich mich sicher weit über eine Sekunde wahrscheinlich verbessern. Das ist für mich schon schwer, sagen wir mal so. Ja, Sturz, ein Traum. So, Versuch 2 gegen fast Uwe, fast Uwe. Das ist doch mal ein knalliger Name. Wahnsinn. Fast Uwe. Oh, mein. Wieder dieses Tor. Gibt's das? Der erste Versuch sofort ohne Probleme ins Ziel gefahren. Und jetzt hier Konzentration. Einmal konzentriere ich mich hier und schon geht's schief. Ich bin jetzt schlecht gefahren. Eigentlich müsste ich schon wieder von neu beginnen, aber schauen wir mal, wie gut's gehen wird. Ah, das ist nicht einfach. Ist nicht einfach, besonders diese Stelle, wie soll ich die anfangen? Oh, weit weg! Aber ich bin doch vorne verfasst, Uwe. Aber 800, was ist denn das schon? Kann so ich sagen, nichts. Oh, eng angefahren. Oh, eng gegen Tor gefahren, nein. Das gibt es ja nicht. Ah, Vikings Tor, so komm nochmal jetzt hier. Fast Uwe will ich schon noch schlagen. Wenn ich fast Uwe schlage, wieder gegen das Tor. Dieses Tor ist verflucht, das gibt es nicht. Nochmal. Oh, das. Ich nehme das aber auch zu eng her. Oh, das war gut. Das war gut. Das war okay. Ist ein bisschen weit weg, aber fast Uwe werde ich hoffentlich knacken. Also wenn ich fast Uwe geknackt habe, bin ich glücklich. Aber vorher beende ich dieses Let's Play nicht. Oh, boah. Jetzt bin ich gut hier. 4 Zehntel knapp vorne. Wahnsinn. Übrigens. Nebenbei noch dazu gesagt, wenn ihr irgendeine Frage habt, da habe ich nämlich auch eine kleine Aktion auf meinem Rahmen-Channel, stellt mir eure Fragen, die beantworte ich alle da. Link zu diesem Video auch nochmal, wo die Fragen stellen könnt und so weiter in der Videobeschreibung. So, Wahnsinn. Jetzt überholt mich der fast Uwe hier, der hat eine Stirnstellung, was hat denn der da, 100% gleiten oder was? Wahnsinn. Alles aufgeholt hier auf der Geraden. Aber jetzt habe ich mir gemerkt, wo ich langfahren muss und das ist auch nicht schlecht, wenn ich mir merke. Auch ganz eng am Tor. Und jetzt, so. Oh, jetzt holt er mich schon wieder ein. Uwe, Uwe, Uwe. Du bist vielleicht einer. Alter, ich brauche mehr Kurven. Das ist das Einzige, wo ich fast Uwe Parole bieten kann hier. Da ist er schon wieder. fast Uwe. So, 2 Zehntel Vorsprung. Ich brauche 3, 4 wahrscheinlich. Weil dann geht es ja nur noch ins gerade Stück hier rein. Oh, da ist er schon wieder. Das ist einer. So, das habe ich gut erwischt.
oben geblieben und jetzt zieh hinein in die Kurve. Nein, da fast. Ah, jetzt hab ich ihn überholt. Jetzt nimm dein Speed mit. Nimm dein Speed mit, Junge. Oh, gut gefahren. Nicht abgedrängt. Sehr rund geblieben. Und fast Uwe. Ich führe. Nur noch ins Ziel bringen. Nein, da ist er schon wieder fast Uwe. Nein, was war ich da zusammen? Jetzt da, nein! Oh. Nochmal. Alter, das war knapp. So. Ja, ich weiß, irgendwie bei Ski Challenge, da gehe ich mir meinen Nerven durch. Das ist der Wahnsinn. Also ich erkenne mich kaum selber. Ja, Wahnsinn. So, das habe ich gut erwischt. Vorher war ich bei der ersten Zwischenzeit knapp 4 Zehntel von. 4 Zehntel, das könnte ich jetzt hier sogar noch mehr ausknacken. Ja, 6 Zehntel. Oben bin ich gut. Oder fast Uwe einfach so schlecht. Wahrscheinlich beides ein bisschen. Nichts gegen fast Uwe. Ich kann den Namen nicht oft genug sagen. Ich weiß es ja. Der Name, der ist sehr unterhaltsam. So, fast Uwe. Oh, da holt er wieder auf. Was wären noch 6 Zehntel? Wären jetzt vielleicht noch 2. Wow. Oh, sogar ausgebaut. Wahnsinn. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich ihn. Einfach runterbringen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Eng dranbleiben. Gut, den Sprung hier rüber ziehen und nicht ins Tor. Sehr schön gesprungen. 50 Meter, Halleluja. Zwar nicht so weit wie in Wengen, wo man an die 100, weiß nicht was, springen kann, aber 50 Meter kann man sich auch nicht beschweren. So, wie viel haben wir? Ah, immer noch knappe 6 Zehntel Vorsprung gehalten. Gegen fast Uwe und jetzt fahre ich fast gegens Tor rein. Fast Uwe, ah Mann! Jetzt hat er mich wieder. Ah, von aus nichts! Machen Fehler aus dem Nichts. Und jetzt ist er schon wieder da. Ja. Nimm den Speed mit, Junge. Boah. Ein Hundertstel. Oder 15.000stel vorn. Das wird jetzt so eng. Ich glaube, das wird wieder so eng. Aber ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, der holt wieder alles auf. Alles holt er noch auf. Mann, ins Tor gefahren. Das gibt's ja nicht. Oh, das gibt's nicht. Ganz unten scheitere ich immer. Ganz unten. Das ist immer am bittersten. Oben fährst du großartig. Unten fährst du schlecht. Nicht das andere ist sehr Harvard. Ja, noch ein Versuch. Irgendwann muss es ja klappen. Also wie gesagt, ich beende das Let's Play erst, wenn ich jetzt hier fast Uwe geknackt habe. Ja, 4 Zehntel, Halleluja, vorher war nicht 6 Zehntel hier vorne. Wie habe ich das vorher gefahren? Das gibt's ja nicht. Und da mache ich einen Fehler nach dem anderen und dann ist alles weg. Ja, ich bin sehr nachtragend. Ich weiß. So. Mal gucken, jetzt sind es wahrscheinlich nur noch ein Zehntel, weil der holt auf. Ich glaube, der holt auf. Es sind. Das gibt er nicht. Wie kann ich da aufholen? Kann ich das? Ist gut gemacht sogar noch. Hahaha. Sieh an. Fast Uwe. Jetzt habe ich dich, oder? So. Ohne gravierenden Fehler runterkommen. Und da müsste eigentlich irgendwie reichen. Jetzt kommen so, jetzt fangen die Stellen an, wo es eng wird. Für mich. Weit weg. Mann. Aber noch im Rennen. Vorsprung gehalten. Vorsprung ausgebaut. 77 Hundertstel. Ich sag nicht so gerne immer die Tausendstel an, weil das finde ich irgendwie, weiß nicht. Naja, okay. So, das ist besser als vorher sogar. Da habe ich noch mehr gut gemacht. Jetzt nur noch irgendwie runterbringen. Bisschen weit weg, aber das ist jetzt alles egal. 18. Weit weg, nicht mal in der Piste mehr, aber das ist egal. Denn ich bin vorne. So, noch keinen Fehler mehr machen. Keinen Fehler. Bitte dieses Tor überstehe. Oh mein Gott, ist die Spannung da. Nur noch 15. Fast Uwe kommt wieder. Aber ich habe den Vorsprung auf meiner Seite. So, letzten 2 Tore noch. Der holt jetzt auf. Jetzt hat er mich gleich. Komm ins Ziel. Oh, yes. 3 Zehntel noch. Damit bin ich mehr als zufrieden und platziere mich auf Platz 11.148 und bin happy wie nie zuvor. Ich habe fast Uwe doch noch geknackt. Ja. Also damit beende ich glücklich dieses Let's Play. Ich hoffe, bei euch sieht es ähnlich gut aus und wünsche euch weiterhin viel Glück und natürlich auch hier Spaß und bis die Tage. Ciao.